Moin moin Leute und hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert Nuzlocke Challenge. Wir drehen uns so lange, bis er hinfällt. Das wird nie vorkommen. Er hat es einfach drauf. Und wir gehen jetzt in unser Zimmer, nachdem wir Team Yell hier verjagt haben. Und werden dann dementsprechend an der Arena Challenge Eröffnungszeremonie teilnehmen. Hopp wartet schon, übt das Einzige, was er kann, werfen. Gewinnen kann er nicht üben, weil das nie wird. Ja, da steht Mari wieder. Wir gehen los, wir werden wieder vollgequatscht. Ja, bitte, ich weiß nicht mehr, wo lang. Bitte führ mich zum Stadion. Danke für die Hilfe. Melden wir uns mal an. Eine Arena-Challenge zum Mitnehmen, bitte. Los geht's. Ich will heute die Stadt mit der Arena kommen. Sollte eigentlich mehr als machbar sein. Meine Damen und Herren, ich bin Rosé. Ey, du hast den Namen geklaut. Präsident der Pokémon-Liga, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region zu öffnen. Die Arena Challenge. Jawohl, die Arena Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Dann hab ich ja wohl. Ja, das kannst du ein andermal machen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tosenden Applaus für unsere Arena-Leiter. Ich finde die Arena-Leiter-Mucke so richtig geil. Also jedes Mal, wenn die dann in die heiße Phase kommen, diese Arena-Leiter-Mucke, die finde ich richtig gut gemacht. Möglichst langsam, möglichst langsam. Yaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Saida, das Wunderkind des Kala-Karate. Niemand kennt den Kampf so gut wie sie. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Der Gesteinsexperte und Felsenbrecher Mac. Und der stärkste aller Arena-Leiter, Roy, der Drachensturm. Was mit Selfie? Einer der Arena-Leiter fehlt heute leider, aber dies sind sie, der ganze Stolz von Galar, unsere Arena-Leiter. Schuhe wirken halt eigentlich, als wären die viel zu groß. Also viele Leute, die dann mit aufs Feld kommen. Und keiner von ihnen wird das schaffen, was ich schaffe. Falls ich schaffe. Das war wundervoll. Ich fasse es nicht, vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das nicht die Schmalzlocke ist. Die auch es mag. Viel zu reden. Wie jeder Typ, der sich am Ende als Bösewicht herausstellt. Vorsichtsspoiler. Aber so böse ist er nicht. Er wollte ja eigentlich was Gutes. Ist einfach nur, naja.
Er nimmt das halt ein bisschen zu ernst. Danke, dass du mir sagst, wo ich lang muss. Ich wette, das Spiel wird mir sowieso nicht die Möglichkeit geben, woanders lang zu laufen. Selbst wenn du mir nicht gesagt hättest, wo ich lang muss. Aber Route 3 und die Mine, das sind nochmal zwei extra Encounter für uns. Was für ein Geschenk. Flugtaxi, alles klar. Öffnen Sie X. Mit dem Ticket. Alles klar, ich drücke mal X. Ja, ich schaff das, Leute. Vertraut mir. Cleopatra wird das dann machen. Nee, keine Lust. Aber wenn ich schon das Item hier sehe. Nehmen wir das mit. Seidenschal. Bist du im Kampf? Ja, komm, geht klar. Bonnie. Level 10, oder? Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena. Oh, Level 11, oh, okay. Kann man machen. Wie fällt's so aus? Das kann Nami schaffen. Trotz der Step-Normal-Attacken. Jetzt wird nervig. Jetzt wird's nervig. Wen wollen wir denn? Wir brauchen noch. Wir wollen auch Hoshiumi. Wir brauchen noch ein paar Level. Ah, 7 KP. Ist nicht schön, aber halten wir aus. Da ist ein schöner Schaden. Ja, Heuler interessiert mich nicht. Bam! Karasuno, José. Sehr gut. Memion kommt jetzt. Da ist der Chimpep wirklich dann das nächste Pokémon. Was war hier? Ein bisschen aufleveln müssen. Oh, sogar verfehlt. Ja, perfekt. Du hast erhöhte Kräuterquote. Ist beides physisch. Ich habe keinen Grund, Zweckstoß einzusetzen. Oh nein, Aquaknarre, du gießt mich. Wie schrecklich. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ich habe schon bei unserem ersten Kampf eine sehr effektive Attacke eingesetzt. Entweder ist dein Erinnerungsvermögen gerade gut, oder du hast schon... Du bist einfach bescheuert. Andere Alternativen gibt es da gar nicht. Was machen wir eigentlich gegen Flug-Pokémon? Schnecke. Stimmt. Sehr gut. Krass früh. Ist leider. Ist halt leider etwas, was wir benutzen können. Ab dem dritten Treffer ist es stärker als Kratzer. Ich erkläre mir nichts da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt für mich gleich doppelt. Redet von Sieg. Er redet wirklich davon, dass er das gewinnen könnte. Du hast ein großes Problem. Da stimmt definitiv was nicht mit dir. Aokiji, du machst das. Ja, ist ein bisschen Schaden, aber das stört nicht. Jetzt kommt Pulverschnee. Schwierig wird... wird es dann, wenn es dann Kamor ist. Da greift dann die Eisattacke nicht mehr so gut. Perfekt.
Wir müssen hier so gut, also so effektiv wie möglich treffen. Wir dürfen kein Risiko eingehen, irgendwo ein Pokémon zu verlieren. Oh, danke. Deine Liga-Karte. Die wollte ich. Mhm. Ich werde die nicht einfach über die Brücke werfen. Hups. Oh nein. Da ist die Karte weg. So ein Mist aber auch. Ich weiß, da war ein Pokémon Center. Das ist mir aber egal. Ich hab das Cash. Ich hab das Cash in der Tasche. Und dann können wir auch einfach mal drei Tränke benutzen. Oh verdammt. Jetzt bin ich in Zigzags reingelaufen. Ja gut. Unser Account für Route 3 ist Zigzags. Das war wirklich nicht gewollt. Ich wollte gerade umdrehen. Dann machen wir mal Mogi-Hieb. Ja, Spezialangriff runter, juckt nicht. Einer geht noch. Wehe, du paralysierst mich. Du bist so ein verdammtes... Was soll man dazu sagen? Glaubst du, ich würde, wenn ich dieses Pokémon jetzt mit diesem Pokémon kämpfen würde, für Stecker einsetzen, glaubt irgendeiner von euch, dass ich dann direkt paralysieren würde? Nein. Nein. Mit Sicherheit nicht. Gefangen. Damit haben wir auch Zigzags. Ah, ist weiblich. Nennen wir Kiss. Nennen wir einfach Kiss. Nein, nicht ins Team. Mann. Ich missklicke mich. Heil noch ein Paraheiler. Ich hab noch einen. Eigentlich triggert mich, dass so viele Ausrufezeichen da sind, aber ich versuche es einfach gekonnt zu ignorieren. Na klar, so was. Diese ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Das ist gut. Zeig mir, was du kannst. Mira. Ja, heißt sie mit Nachnamen Pla? Das ist Impel. Du hast doch 15, 18. Ja, komm. Wir müssen nur mehr als zweimal treffen. Du hattest eine Aufgabe. Eine Aufgabe. Mehr als zweimal treffen. Nami? Du kriegst einen Euro, wenn du jetzt viermal triffst. Nami ist kaputt. Jetzt ist sie doppelt kaputt. Halber Angriff bringt nichts. Ja, perfekt, Hoshiyumi. Also aktuell sehe ich Nami immer noch als Problemkind in unserer Gruppe hier. Das ist... Ich habe da echt meine Bedenken und meine Sorgen. Jetzt laufen wir nochmal zurück. Oh, hallo. Deponitox.
Sie rennt halt, aber es wirkt trotzdem so richtig langsam auf mich. Nami, 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 Nami. Knospi entwickelt sich doch durch Level ab, oder? Oder ist es durch Zuneigung? Könnte durch Zuneigung sein, ne? Ich habe Knospi nie entwickelt. Ich habe Knospi immer gefangen und Roselia einfach gefangen. Das war für mich immer einfacher. Nami, jetzt, ne? Es war ein Moment der Schwäche, das kann jedem mal vorkommen. Ist okay, verzeih dir. Aber jetzt zeigst du... Jetzt zeigst du, was so okay. Vielleicht nicht gegen Pampam. Vielleicht sollten wir das nicht unbedingt herausfordern. Das ist keine Flugattacke aktuell. Ist das schon Kampf? Könnte auch noch nur Unlicht sein, oder? Aber es kann definitiv eine Kampfattacke, von daher... Ja, es ist schon Kampf. Gut. Nee, das ist nicht cool. Nee, nee! Obwohl, warte mal. Einfach nur, um zu ärgern. Hör auf, mich hierher zu schicken! Und wieder zu Karasu noch. Hör doch auf! Hör doch auf! Das macht ganz schön viel Schaden. Ach gut, nehmen wir, ne? Gut, jeder darf mal ran. Na komm. Tschüss, Pampam. Da hast du nur Level 14. Da haben wir Level 13. Level 13, Level 14. Gegen den ersten Arena-Leiter sehe ich keine Probleme. Wir haben hier... zwei Pflanzen-Pokémon, die echt gut dagegen ankommen. Dann haben wir halt noch Knospi mit dem zwei Typen Gift, das echt gut gegen Pflanze ankommt, dadurch, dass es doppelt nicht effektiv ist. Dann haben wir hier Hoshiyumi, der leider noch keine Flugattacken kann. Wir haben Karasuno. Und wir haben Aokiji. Also wir haben hier eigentlich in der Theorie fünf Pokémon, die gut gegen das gegen die Pflanzen-Pokémon der ersten Arena aufgestellt sind. Und mit Knospi und mit Rosé und mit Jimpep haben wir auch welche, die gut gegen die Arena, gegen die zweite Arena aufgestellt sind. Und Wingull wäre dann unser Way to go für die dritte Arena beim Feuer. Wir stehen auf jeden Fall noch nicht komplett beschissen da. Kratzer, da haben wir schon knapp drei Fünftel des Lebens weg. Ja, das ist okay. Absorber, kann man machen. Immer noch. Kannst wieder haben, aber leider überlebst du dadurch natürlich den nächsten Kratz. Ah, ich kann auch Kratzer hier einsetzen, Mann. Oh. Okay, ich denke, das reicht ganz knapp nicht. Coutini sollte mir auch jetzt nicht allzu viel antun können. Sag mal, Nami!
kannst du nicht machen. Danke. Ah, du machst wirklich... Also, Nami ist wie ich. Nicht zu viel machen. So knapp am Minimum. Das reicht aus. Wir haben immer noch kein Highlight benutzt. Ich bin am Überlegen, die Regel komplett rauszunehmen und zu sagen, wir dürfen gar keine Highlights nutzen. Coutini. Ja, komm, das darf Karasuno wieder machen. Also, das wird es wahrscheinlich besiegen. Ja. Aber knapp bevor bringen, das ist auch in Ordnung. Oh nein. Du wirst mich jetzt treffen mit der Attacke, die du nicht einsetzen kannst. Ehrlich, unnecessary crit. Ach, Menno, wie blöd. Ich wollte bis zur Stadt kommen, ne? Ich glaube, das wird nichts. Wir kommen gerade so durch die Höhle. Wir haben jetzt noch 10 Minuten in dem Part. Du klaust nämlich auch wertvolle Zeit, Sanja. Ah ja, typisch Hopp ist vorgelaufen. Ein einziges Gebäude, nichts weiter. Einfach nur da, dieses eine Haus. Und dann dieser gefühlt 2D-Baum links daneben. Wunderschön. Ich habe mich gerade geheilt. Wir machen die Tränke-Regel runter. Auch wenn ich jetzt noch keinen Arena-Kampf hatte. Ja. Ich habe leider schon einen Counter, wobei Clomcat echt cool wäre. Ein Gesteinfeuer-Pokémon. Hätte was. Wäre extrem nützlich für uns. Wolltest du dich ja bei mir vorbeischleichen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Mathilde. Oh. So ein Name, den erwarte ich von der 70-Jährigen. Mathilde. Alle, die Mathilde heißen und das jetzt vielleicht sehen, es tut mir leid. Ist nichts gegen euch. Aber der Name wirkt auf mich extrem alt. Ja, mein Fididu ist besser. Meine Nami. Wieso setze ich immer Katze ein? Weil ich weiß, dass Katsuri nur zweimal treffen wird. Aber jetzt weiß ich, dass Katsuri nämlich viermal treffen wird. Da, eins... 2 3 Oh. Ja, ich hätte definitiv 4-mal getroffen. Ist Fakt. Raffig. Aber jetzt werde ich leider nur 2-mal treffen. Oh. Oh, Nami. Oh, Nami. Zweimal hintereinander, mindestens 3-mal getroffen. Es ist... Diese Fahrt. Die ist am Fahrt hier. Boah. 3, 4 Nami. Du wirkst ja fast nicht sinnlos. Machst du wieder? Tackle! Macht halt viel Schaden durch den scheiß Step. Ah, perfekt. Weil ich da so schnell sind, ist das nicht mehr so schlimm. Ah, Toshiyumi dann auch jetzt Stufe 14, ne? Ja, noch nicht.
Schnurzpipi-Geil sagte. Die ist definitiv eigentlich 70. Prügler! Da oben werden wir eh geheilt nach dem Kampf gegen den Polizisten. Ach, Polizisten. Das ist Postbote. Postbote Peter. Für die, die nicht wissen, was Peter, wie Peter auf Englisch ausgesprochen wird, da ist Peter. Oh, ich hätte mich heilen sollen. Potogel. Eisflug. Mugi, ich hätte ja ihn nur einsetzen können, aber. Kannst Gott sei Dank aktuell nicht allzu viel. Ich mache jetzt Überheblichkeit. Ich wollte Klauenwetzer machen. Heil mich! Au! Ich sehe gerade ein Problem. Ich sehe gerade leider ein Problem. Perfekt. Dann machen wir das. Das ist natürlich Kissabi. Alter! Heil mich. Potogel macht Probleme. Hätte das irgendjemand gedacht? Ah, das ist meine stärkste Attacke. Mal gucken. Macht immer noch sehr gut Damage. Ich glaube nicht, dass ich mit Kratzer da höher komme. Allein durch Same Type Attack Bonus. So heißt es. Komme ich mit selbst mit Nicht-Effektivität auf knapp 42 Schaden, anstatt 40 die Kratzer macht. Eissplitter. Eissplitter ist schön. Doppelteam für den Notfall. Und wirklich alle Stricke reißen. Da habe ich dir wohl versehentlich den Sieg geliefert. Ha! Postbotenwitz! Da ist noch ein Trainer. Alles klar. Du bist perfekt. 20 KP. 30. Damit machen wir dich voll. Dich machen wir voll. Und dich machen wir. Das ist eigentlich verschwendet, weil dahinter da als nächstes schon eine Heilerin kommt. Aber eine Heilerin. Ein Highspot ist und dann... Ich will hier, wie gesagt, kein Risiko eingehen. Selbst Nami möchte ich so lange wie möglich im Team behalten. Thermopod. Thermopod ist geil. Nur wie Inferno-Pod. Erstmal ein Mugi-Hieb. Geschenkter Schaden ist schöner Schaden. Ah, Nami, du hattest vorhin ganz viele Vierer rein. Das ist okay. Oh, sagen wir mal mindestens Dreier-Angriffs-Serien. Von daher. Das ist ja auch mal gegönnt. Ah, würde jetzt nochmal doppelt wehtun. Aber Kratzer regelt das jetzt und dann haben wir schon mal Thermopod erledigt.
Level 14 und Level 16, das ist schön zu sehen. Gegen dich hätte ich halt gerne eine Unlichtattacke jetzt. Du bist halt, glaube ich, physisch ganz bricky gewesen. Ja. Ich glaube, es ist smart, ihn einfach aus Prinzip zu... Oh, stimmt. Ich hab nicht daran gedacht, dass Käfer sehr effektiv gegen Unlicht ist. Das hatte ich gerade null bedacht. Ich glaube, da kommen wir mit... Oh, Schnäppke schon... Ich hab gerade gar nicht geguckt, der Schnäppke schon Unlicht. Ich war nicht für ein Tor Eis-Unlicht. Bin ich gerade... Typ Eis, alles klar. Das war leider nicht sehr effektiv. Aber ist speziell. Ich würde aber einfach eine Erstschlaggarantie, ne? Ist nicht das, was ich, das andere. Ich habe gerade an Eissperr gedacht, oder Froschsperr, wie das heißt, das ich fünfmal treffen kann. Das wird ja sehr oft mit Austausch gespielt, Austausch-Hausbruch. In Competitive wurde das auf jeden Fall mal gespielt. Mit Treffergarantie, also so mit der Garantie, dass es fünfmal trifft. Ja, Spezialangriff wird gesenkt. Habe ich jetzt erst aufgepasst. Weiß gerade leider nicht, wie Bulky Kera da ist. Oh, das macht gut Schaden. Das macht richtig gut Schaden. Das sollte reichen, oder? Ich habe gedacht, es wäre bulkiger. Deshalb wollte ich es noch ein bisschen angehittet haben. Bevor ich Micro reinschicke. Das ist sehr gut. Ich gebe kein... Ach nee, das war... ich habe gerade an Akrobatik gedacht. Aber du bist ja trotzdem eine stärkere Flugattacke. Von daher... Definitiv yes. Chimpep Level 16. Dann haben wir jetzt sogar die Weiterentwicklung. Auf jeden Fall kaum mit Chimpep gekämpft haben. Chimpsticks. Je wieder der Beat, den ein Chimpsticks von seinen zwei Schlägern hat, desto mehr wird es von seinen acht Genossen respektiert. Doppelschlag ist eine normale Attacke, ne? 35. Ja, komm. Ist wenigstens stärker als Kratzer. Dann gehen wir jetzt noch hier hin. Da müsste jetzt eigentlich eine Frau auftauchen. Jawohl. Und genau da beenden wir den Part nämlich, den wir unsere Pokémon geheilt haben. Sehr gut. Ja, wir sind doch ein Stück gekommen. Nicht so weit, wie ich geplant hatte. Das hat länger gedauert, als ich erwartet hatte. Das Team sieht doch vom Level her schon mal recht ausgeglichen aus. Was natürlich der Erfahrungspunkte-Methode hier zu schulden ist. Aber ich beschwere mich jetzt erstmal nicht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei Pokémon Schwert Nuzlocke Challenge. Und ja, habt einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr euch das anschaut. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Öl.